Also sag ich immer nie, wir schwimmen, sag mal nichts. Lust, das wird dir dann nicht auffallen, weil dann wär's für dich nur lang. Also das Problem ist, dass das, was du jetzt als Wunder definierst, zum Beispiel das Smartphone, ich habe jetzt ganz wieder kleines Ding lassen, das Smartphone, wenn du jetzt wieder bist, du bist 56, jetzt geh mal zurück, da warst du noch nicht, wir machen jetzt mal, wir fahren jetzt mal 30 Jahre zurück. Dann denken wir mal, was vor 30 Jahren, was es an Handys gegeben hat, gar nicht. Ich schweige den Smartphone oder was. Und du stellst dir jetzt vor, es hätte irgendeine infektionsfähige, so wie wir es jetzt haben, bitte. Spracheingabe, wie alt ist der? Ihr wisst, ein Beispiel, ich muss ja nochmal mehr rein, das ist so verbraucht. Ein funktionsfähiges Smartphone vor 30 Jahren. Das wäre Science Fiction gewesen aus einer anderen Welt, das wäre ein Geheimlabor verschwunden. Das ist jetzt ein Accessoire im Schönheitsmangel. Das ist normalste der Welt. Das ist das Problem. Das, was deine Logik verwirklicht, auf der Fahrtbrille, ideal, das stellst du mir in Frage, weil es normal ist. Aber wenn du das jetzt hörst, in einer Zeit, wo es nicht normal ist, ich sag, gewusst hat man das als Science Fiction auch, weil es hat ja auch schon Raumschiff-Podcast gegeben, wenn man das mit einem Wissenschaftler spricht. Aber die haben das zeitlich, die Wissenschaftler, das ist ja volle Wissenschaften. Science Fiction-Filme sind alles Wissenschaftler im Hintergrund. Die haben das angesetzt in das Jahr 2400, dass man damals so weit ist, dass man das macht. Rein theoretisch ist das ja damals in den 80er Jahren schon möglich gewesen. Aber dass das jetzt am 9. Jahrhundert Schulranzen hat, und zwar so groß, da war das nur eine Riesenmaschine in einem Ding. Es ist alles ganz anders gemacht. Und es war noch nie anders in mir. Also das ist in einem Glaubenssystem, in einem Christen, ich bin ein Christ, ich sage das so, ich bin ein Moslem. Diese Riesenpalette von Christen, von Buddhisten, von diese unterschiedlichen Meinungen. Ich sage dann immer, wenn ich mal sage, ich bin ein Christ, soll ich was fern? Dann schauen die, was für ein Moslem, was für ein Buddhist. Wenn ich jetzt an meinen Ferry denke hier, der sagt, in Zürich war ich da unten, dann kommt einer, der war im Vortrag, das ist eine Kleine mit einer Baskenmütze. Ferry tun ein Darium, besser. Und dann wollte ich mir die Hände küssen. Also ich spinnst du, oder gibt mir die Visiten kann, dann schaue ich drauf, Doktor, der ist hier in der am Schar, seine Familie, die sind bei Heik gewesen, sie mussten die flüchten. Mit dem Schar in Wessing und dann ist er in der Schweiz. Und dann musste seine Zweitdoktor, das sieht ja aus. In Wessing, das musste nochmal nachmachen, weil die in der Schweiz nicht anerkannt. Und das war den Ton fertig, ich rede jetzt in einer Vergangenheitsform, der fertig ein so ein extrem liebenswerter Mensch, der wird gut machen. Und der hat es sofort gemerkt, das ist es mir nicht zu gut. Okay, das ist immer, wenn ich sage, Moslems oder selber, dann kannst du mir den Ton machen, das ist Glaube macht dich so blind. Und das ist jetzt das, was ja der Hass dann kommt, weil die Welt ist weiß. Ego fühlt sich so massiv an und versucht sich am Leben zu retten. Und ich sage, ich nehme dir das gar nicht weg, das ist, weil mich die Menschen wirklich nicht interessieren. Mich interessiert der Geist, der in das Gefängnis seiner eigenen Logik sich einsperrt, obwohl er die Freiheit hat, um das zu denken, aber du bist halt mal in der Und das Schöne ist, dass ich jetzt, und das ist der Hammer, dass alles, was du bisher glaubst, was drauf ist, bleibt bestehen. Auf dem Zauberkasten. Die Sache mit Schrauben, das würde ich nicht glauben. Dass ich das nur erweitere. Das sind alles, dein jetziges Wissen ist unvollkommen fehlerhaft. Das ist falsch. Das kommt von Falle, das ist von Falle. Das ist eine Falle, weil du meinst, das ist es schon. Weil du ja ganz logisch beweisen kannst, dass vieles, was dir erzählt, total unlogisch ist und nicht stimmen kann. Basic Logik Betriebssystem maßt sich an, das Windows Betriebssystem, Apple Betriebssystem, Linux vollkommener geistloser Schwachsinn ist. Weil es nicht in der Lage ist, die höhere Komplexität zu erkennen. Solange ich mit Basic Logik der höherwertige System beurteilen, du wirst immer noch retten. Das sind ganz einfache Sätze. Das ist aber vollkommen ein neues Ding. Das überragt die Philosophie und alles vollkommen. Und dann wirst du feststellen, dass wirklich alles in der Lage ist, in der Aufgabe ist, im System zu erfahren. Auch die Krankheiten und die Verbrecher. Wird es kein grünes Ding in der göttlichen Aber es ist so mehr wie die Geschichte, das ist unterhaltsam. Das sind aber nur Gedanken von dir. Das ist ein Gedanke, der gibt es in deinem Kopf. Und nicht in dem Kopf, der existiert auch nicht, wenn du dran bist. Es ist ein konstanter Parameter. Das ist der, der den Traum erlebt. Und ich sage mir jetzt, nimm einfach die Traum. Das ist alles nur Traum. Du denkst dir die alle aus. Verdammt echt, ne? Wo die Leute sagen, das kann er. Das ist ja tausendfach gewählt. Das kann ja nicht alles in mir drin sein.
Na sag ich, pass auf, dir ist gar nicht bewusst, dass dein tiefster innerer Glaube ja ist, materialistisch. Es muss ja in deinem Gehirn drin sein, sonst würdest du es ja gar nicht sehen. Was auch immer in dem Gehirn drin ist, das ist ja für deinen Glauben hundertprozentig sicher auch immer auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, obwohl du das nicht einmal überprüfen kannst, wenn du wolltest. Das ist ja viel in deinem Denken. Das heißt, die ganzen Postulate und Theorien der Naturwissenschaft und der Religion kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Prinzipien. Jetzt komme ich mit Holophilik, ich erkläre das, was jedes Kind sofort überprüfen kann. Und die sagen, ich bin eine Spinne, das stimmt. Das ist die Realität. Und da geht es jetzt nicht um ein Udo, wo ich Sachen mit klein machen. Ich sage immer wieder, ich bin jetzt, weil du mich ausdenkst. Und wenn du mich nicht mehr denkst, bin ich weg. Du warst schon da, bevor du mich gedacht hast. Du warst schon da, bevor das hast du mir nicht gedacht, dass du nicht bist. Ich erkläre es nur dem, der mich jetzt sprechen hört, der mich jetzt ausdenkt. Egal, wer du zu sein glaubst. Und du bist der Einzige, der diesen Traum überlebt. Ich sage, du wirst du sterben oder auflösen, wenn sie es machen. Und das spielst du alleine. Du musst mit keinem drüber reden. Und im Alltag kann das extreme Probleme aufnehmen. Wenn man verheiratet ist, immer wieder, was meinst du, wird das Sinn, wo er das Glück, wenn man hat, dass beide sich dafür interessieren, sage ich immer wieder in einem Maß, oder dafür gibt es, wo wir kennen, wo der Geist die Rolle einer Frau spielt. Also ich sage, ich bin jetzt eine Frau. Und der Mann will nichts davon wissen. Und jetzt an unserem Hubert die Geschichte kennen. Oder die Frau macht es und der Mann will nichts davon wissen, da kann man jetzt die Hut nehmen. Das ist die Sache, wo sie sich von 25 Jahren verheiratet, wo sie reinschaut, stehe fest, ich habe 100 hübsche Kinder, ich stelle fest, mein Mann ist das vollkommen geistloser Zauber. Die wollte jetzt die Bücher ausdrucken lassen, dann ging es zu einem Bekannten der Familie, der zur Druckerei oder was, der liest zwei Seiten, sagt er, das drücke ich nicht, das ist deutlich zu. Die wissen das sofort, das kann ich doch nicht lesen, das drücke ich nicht, das ist Teufelszeug. Du musst lachen, du hast es gerade. Das ist ein ganz anderes, ein Summa Summarum, ein ganzheitliches Denken, wo keiner zu kurz kommt, sondern im Gegenteil, diese Widersprüche, die sich bisher bekämpft haben, bereichern sich. Zum Beispiel, ich mache dir alle Glaubenssysteme, wo du bisher bekämpft hast oder wo du davor nichts wissen wolltest, mach dir die zu eigen, dann bist du dabei, dich zu vervollkommnen. Bis du dann irgendwann einmal checkst, dass du schon immer das heilige Ganze war, du hast es bloß vergessen durch deine Personifizierung, weil du in einen Traum gefallen bist. Was aber auch nichts verkehrt gelaufen ist, weil dann erlebst du was. Du kannst bloß was erleben, das habe ich aber alles, das kann man, wenn wir das dann aufnehmen. Und jetzt zu dem ich noch ganz kurz die Antwort. Jetzt pass auf, wenn du die Selbstgespräche hörst, ich sage immer wieder, es gibt einen JCH, das ist der, der vom Bücherregal steht. Das ist der Computer, der weiß, was für Bücher im Bücherregal stehen. Wenn du jetzt daheim vor deinem Bücherregal stehst und du schaust das Bücherregal an, dann ist in einem einzigen Gedanken, darum sage ich dieses Beispiel so unendlich tief, dann ist in einem Gedanken dir klar, ich sehe jetzt zwar keine Worte, aber in jedem dieser kleinen Kisten, wo ich nur den Rücken sehe, die Rückseite sehe, sind unheimlich viele Seiten, auf den Seiten sind viele Zahlen, an den Zahlen sind viele Worte. Das ist alles gleichzeitig, ein aller einziger Gedanke. Wir können jetzt sagen, das ist eine Datei, wo ein Riesenstapel von verschiedenen Videospielen und offene Welten drin sind. Das ist JCH. Aber dann läuft kein Film. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich der Computer bin, wenn ich der Leser bin, ich muss ein Buch nehmen, das sind Selbstgespräche, das drauf ist. Ich muss ein Buch rausnehmen. Das Buch, das ich mir jetzt denke, braucht einen Kontrast. Du hast immer, das sind die 16 Seiten, wo ich sage, ich muss ein Buch aufnehmen und ich mache jetzt einmal von deiner Seite, dann kann ich aber immer noch nichts. Jetzt muss ich das aufschlagen, ich weiß jetzt, das sind unheimlich viele Seiten und wenn ich jetzt dort Detailinformationen haben will, dass ich wissen will, was da drin steht, muss ich das Buch zuerst einmal aufschlagen. Das sehe ich jetzt. Was jetzt du siehst, sind eigentlich drei Seiten, rechte Seite, linke Seite und der Hintergrund drumherum. Und du wirst jetzt feststellen, du musst jetzt zuerst einmal von den zwei Seiten These, Antithese, Synthese, die bist du selber. Du bist immer die Synthese von den zwei Seiten, weil du immer in der Mitte bist. Der absolute Mittelpunkt als Ding an sich, das immer wieder wiederholen, wenn dir was einfällt oder wenn was in dir auftaucht, da geht es jetzt schon los. Magst du zwei Seiten? Du wirst bloß eine denken. Wenn ich sage, die Quelle eines Seins nimmt Gottes im Himmel um, dann fällt mir was ein, El Hayom im Hebräischen, dann taucht sie mir auf. Was dann übrigens auch für die Moslem gilt, weil ich kann immer wieder nur sagen, lest dann Koran, da wird ganz klar in den ersten zwei Suren darauf hingewiesen, die 10 Gebote, die 5 Bücher Mose sind für jeden Moslem geltendes Recht. Ja. Unumstößlich.
Und dann sagt Allah, wir, der nennt sich ja auch immer wir, Elayom ist auch eine Pluralzahl, definitiv, die Juden haben unsere Gebote, die haben diese Gebote und die halten sich nicht dran. Die Christen haben diese Gebote und die halten sich nicht dran. Die beten ein Kreuz an, obwohl es doch ganz klar hast, mach dir kein Bild von Gott. Und dann gibt es welche, die glauben hundertprozentig sicher, dass ihr wüssten, was ich euch erkläre. Das sind die Moslems selber. Und dann zerplatzt es auf jeden Fall. Jetzt muss man das aufpacken. Und jetzt wird es interessant. Jetzt gehst du dann schon in die Vergessenheit. Die Seiten. Du musst jetzt, wenn du eine Detailinformation haben willst, musst du eine Seite anschauen. Und sobald du dich jetzt, dann hast viele Zahlen. Sobald du die Zahlen hast, liegt der Unterschied auf dieser Seite. Dann denkst du das drumherum. Den Hintergrund hast du schon immer. Weil jetzt hast du das weiße Blatt Papier mit den Zahlen, mit der Haufen Worte, die alle gleichzeitig da sind. Jetzt. Und dann musst du eine Zeile rausfokussieren, dann fallen die anderen im Hintergrund, du fokussierst dich rein. Dann hast du die Worte in einer Zeile und jetzt versuchen wir die Seite auszusprechen. Selbst die Worte in einer Zeile. Das kannst du nach 20 Jahren, wenn ich jetzt meine alten Hasen wieder nehme, jetzt denke ich wieder normal. Die sagen, verdammt nochmal, das hat er vor 25 Jahren schon erklärt. Dir ist nicht bewusst, was ich dir eigentlich erkläre. Dieses Gefühl, wie du Zeit entstehst, angenommen, da steht jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Dann denkst du jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Jedes Geräusch, das in dir auftaucht, taucht jetzt auf. Und jetzt ist irgendwas in dir drin, das dir sagt, das habe ich zeitlich nacheinander gesprochen. Aber wenn ich die Worte anschaue, sind die doch gleichzeitig doch. Egal was ist, es ist jetzt. Und es ist hier in deinem Kopf. Egal wo du das räumlich oder zeitlich hinträgst. Wie ist es, wenn du jetzt träumst? Dann ist es so. Die Fähigkeit, die Gedanken, wo du als träumender Geist keinen Einfluss hast, um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, deine persönliche und die der Welt, steht und fällt mit deinem Schwarminhalt, mit deinem Programm. Das Buch, das du zurzeit laufen hast in dir, das sucht sich aber keiner raus. Ich habe gerade im Moment noch heute Morgen, wir haben keinen Internetanschluss, sehr spaßig, wenn wir mal das wieder haben, oder ihr könnt es selber ausprobieren. Du machst uns Folgendes, du gehst auf Google, Übersetzer, und dann schreibst du ganz einfach rein, ich liebe alle meine Gedanken. Ich liebe alle meine Gedanken. Und dann drückst du bei Übersetzen zuerst auf Jiddisch und dann drückst du auf Hebräisch. Viele meinen, das ist ja dasselbe. Und dann wirst du feststellen, dass da hebräische Zeichen drin stehen, unsere Hieroglyphen, wie ich das nenne, aber es steht komplett was anderes da. Und ich sage immer, das Jiddisch ist ja eigentlich nur deutscher Dialekt. Und dann wirst du feststellen, jetzt mit deinem Verständnis, wie du das aussprichst, da steht, wie wenn ich jetzt in Schweizerdeutsch in Lautschrift was hinschreibe, bloß mit hebräischen Zeichen, ich liebe alle meine Gedanken. Genau gekommen bin, hopp, mein Gedanken, bla bla bla, ich wüsste jetzt im Detail, habe ich es nicht im Kopf. Wenn du das dann auf Hebräisch machst, steht was ganz was anderes, das ist ein klares Hebräisch, weil ich sage, da sind dann die Mechchef, weil ich immer sage, Mecheba. Computer, Mechshep, Mecheba, berechnete Vorstellungen. Das letzte, und da steht dann nur Shelley. Shelley ist mein. Das logische Licht deines Intellekts. Und Shell, Shin Lamed, das ist eigentlich im Hebräischen, das ist ein Partikel des persönlichen Besitzes. Das ist deine Logik. Das macht deine Persönlichkeit die Projektion durch diese Projektionsmaske. Und das ist wirklich ein Computerprogramm. Das ist, du bist in einer Matrix, wo man jetzt modern sagt, was ja viele glauben, wir sind in einer Matrix, was ja nicht daran hindert, dass sie totale Materialisten sind. Und da müssten wir jetzt lesen, das wäre sinnvoll, wenn ich einen Computer habe. Können wir jetzt gleich machen, wenn ihr wollt. Jetzt müsst ihr irgendwann nochmal aus, was da halt lieber, wenn Schiffe fahren, was der Heiko gesagt hat, weil sonst machen wir es lieber mit dem Computer und nehmen wir das auf. Müsst ihr wissen, mir ist es egal. Weil dann lese ich ja mal die Sachen, wo viele Kenner, ich bin du Quadrat, das ist so tief, das wird so präzise in ganz einfachen Worten erklärt. Es ist auch nicht diskutierbar, was Mathematik ist. Jeder normale Mensch ist ein Mathematiker. Und es hat mit Rechnen nichts zu tun, nur sehr, sehr sekundär. Hast eigentlich Zeichendeuter. Mathe, das gelernte Wissen, Mordikus, Dummkopf, Tor, Blödmann, Unbewusstsein. Jeder normale Mensch, Schwamminhalt, baut Weltvorstellung und Vergangenheit aufgrund seines sondern Schwamminhalt, sondern Logik, das Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das aber nicht deiner ist. Deine Meinung ist nicht deine Anderung. Gibt es dann Schiffen, das ist das, was ist. Aber ich sage jetzt immer wieder, das sind auch wichtige Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Aber dann wird man irgendwann nochmal begreifen, wo man eigentlich in der Hierarchie des Bewusstseins steht. Und das ist es, das Ich, das rote Ich.
Das ist nur Geist. Allumfassend. UB. Sobald du ein Trauma erlebst, was ich Geistesfunk nenne, ist es dasselbe Ich. Jetzt stell dir vor, das ist ein Videospiel, wo du verschiedene Rollen spielst. Jedes Buch ist eine andere Rolle, andere Welt. Das ist immer derselbe Leser. Das heißt, sobald du ein rotes Ich wirst, stehst du immer in Verbindung mit einem blauen Ich, das ist der Intellekt. Ich sage das, was du Mensch nennst. Der Mensch ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsproblem. All diese Worte sind auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Es reicht, wenn du ein allereinziges davon hast und nicht wiederholt es, weil das für viele neu ist. Weil da irgendwas drin ist, das dich so unendlich blind macht. Und das Schöne ist, ich sage, du hast an deiner Rolle gar nichts zu verändern. Die Veränderung besteht auf einem ganz anderen Bereich. Du gehst in eine andere Richtung. Du begreifst, ich bin nicht dieser Körper. Das ist einfach, ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Körper. Das, was man besitzt, ist man nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Der Besitzer von etwas ist was anderes, wie das, was besessen wird. Materialismus, der Glaube, dass an Gedanken, wenn du jetzt denkst, dass du nichts damit zu tun hast. Egal an was du denkst, es ist doch nur, weil du es denkst. Wir bleiben mal nur jetzt im Denken. Diese altes Wissen mit Holocaust-Leugnung, altes Zeug. Jeder plappert irgendwas nach. Du, das nützt jetzt, Holger, das ist zwar ganz lieb, aber wenn ich jetzt das vorlese, machen wir es eh dann gleich, dann müssen wir es aufnehmen mit. Ist ja eh überall drauf. Wobei das wirklich immer interessant ist mit den Briefen, weil ich vorgestern wieder Fragen gekriegt habe, wo ich darauf geantwortet habe. Würde ich nochmal nicht antworten, da zappe ich hunderte von Mails, wo Fragen stellen, die ich tausendmal beantwortet habe, zappe ich einfach weg, die lösche ich. Die Daumen mir auf, das, was ihr machen solltet, wenn es dann wieder heißt, definitiv, jetzt geht es schon wieder los und jetzt ist es so oder ist es so. Es ist vollkommen gleichgültig. Es taucht was in dir auf, mach dir bewusst, was jetzt da ist. Mach dir bewusst, was da ist und wie du darauf reagierst und wie sich dein, die 200 Gramm rote Knie umformen, wie ich das nenne. Du musst der werden, der das beobachtet. Ohne irgendwie was zu wollen oder zu werden. Dann hast du kein Problem mehr. Die Fähigkeit, vollkommen wertfrei zu schauen. Du siehst zu 99% zwanghafte Interpretationen und Reaktionen. Und du kannst dich drüber heben, das ist die wirkliche Meditation und das sind die ersten Ansätze in die asiatischen Glaubenslehren. Buddhismus, Satsang, sich hinsetzen, die plappern aber nach, schon aufgrund der Tatsache, dass du die dir jetzt ausdenkst. Du wirst irgendwann nochmal akzeptieren müssen, dass das, was ich erzähle, ich meine ich jetzt den Gedanken, Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dieses Männchen, der ja auch im Hintergrund existiert, wenn du ein Buch liest, weil du dann immer sagst, der hat es ja geschrieben. Und da muss ich immer wieder, wenn du sehr bewusst hörst, Holo-Feeling für Neugierige, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Ich wiederhole das immer wieder, du musst jeden Satz, jeden Absatz, die sind so präzise. Na so, jetzt müssen wir zuerst einmal erklären, was löst das Wort Gott in dir für eine Vorstellung aus? Haben wir zwei Möglichkeiten. Ist er der Schöpfer? Jotze nennt sich der Creator oder ist Gott die Substanz allen Seins, diese Energie? In den Physikbüchern, Gott ist die Energie. Griechisch Energie heißt inneres Wirken. Das, was in dir wirkt. Wir kennen. Wir überlegen uns was und verbreiten Lügen. Was ist dieses Wir? Sagen wir für sie ein Singular. Ist es die Gnade, die umformt wird? Die Gnade lässt alles mit sich machen. Gott lässt alles mit sich machen. Oder ist es der Gnade die Form gibt? Der Schöpfer. Der bildet sich ja ein, der ist Gott. Okay, sag ich mir, bleiben wir mal, das ist der Schöpfer von dieser Schrift. Na so, nee, das ist das doch mal Gedanke von dem Leser, der sich jetzt den Schriftsteller, wo eine Schrift ist, muss das ja in der Vergangenheit geschrieben haben. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Wie sieht es aus, wenn du jetzt träumst? Wie sieht es aus, wenn du jetzt träumst und du gehst ans Internet? Wo kommen die Sachen, die in deinem Traum auftauchen, her? Wo sind die? Wie groß sind die? Diese Erdkugel, die du dir denkst, größer wie ein Tennisball, den du dir denkst? In deinem Kopf, der übrigens nicht existiert, wenn du nicht an den Kopf denkst? Das sind alles Sachen, die sind hundertprozentig sicher. Und das hörst du und es rauscht einfach durch, weil was redet ihr eigentlich für einen Scheißdreck? Das weiß doch jedes Kind, dass hier ohne Körper, ohne Gehirn gar kein Bewusstsein und kein Geist existiert. Das ist Stand der Wissenschaft. Und warum weiß das jedes Kind? Weil das so programmiert wurde in Elternhaus und Schule. Das ist das Gefängnis. Hi, Robi. Moin, Meister.
Moin, ihr Lieben. Moin, Robin. Was passiert eigentlich in dem klassischen Traum? Moin. Mit dem roten Ich, blauen Ich, wie kann man das jetzt, diese Zusammenhänge verstehen? Also das ist ganz einfach. Schlafe, dann bin ich weg und dann. Ich. Du machst immer noch den Fehler. Du machst immer noch den Fehler. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, in dem Moment, wo du an dich denkst, taucht eine Information in dir auf. Du kannst dich jetzt denken, wie du in die Schule oder aus der Schule gekommen bist. Wenn du jetzt an dich denkst, denkst du an das. Ja. Du kannst dich älter denken. Was mache ich, wenn ich einmal ins Altersheim komme oder was? Es sind aber nur ständig wechselnde Informationen. Das ändert nichts an dem, der sich diese Informationen anschaut, die er mit seiner Logik selber aufwirft. Das sind die vier Ichs. Die vier Ichs sind ganz klar erklärt und sehr komplex. Das ist UB, das nennt sich Gott, El Hayom 86, verbundenes Wissen. Das ist absolut nicht denkbar. Müssen wir jetzt auf dem Computer das Farbenspiel aufmachen, da habe ich das schön dargestellt mit den vier Ichs. Zregwem, ich zitiere mich nochmal mit einer Engelsgeduld, Gott ist allein. Interessant ist Ein. Wenn ich dieses Ein, das wird ja, da sagen dann viele, mir schreibt es ja so im Deutschen. Steht eigentlich Ein, Ihn. Wieso steht da Ihn und ich sage Ein? Wenn ich jetzt das von rechts nach links hebräische Buchstaben hinschreibe, dann heißt es in jedem Wörterbuch nicht existierend. Alles, was du erlebst, ist Brain. Okay? Interessant. Jetzt, wenn ich das auf Hebräisch hinschreibe, dann mache ich ja B von rechts nach links. Ich mache ein Resch, ich mache ein Aleph, ein I, ein Nun. Okay, das ist jetzt nur B-R-A-I-N, B-R-A-I-N. Wenn ich das jetzt irgendjemandem zeige, da gibt es Möglichkeiten, wenn ich jetzt da ausspreche, B-R heißt das Äußere. Polar berechnet, ich mache es jetzt wieder so. Ein Mittelpunkt, ein Innerhalb, H-All ist Gott und hast nichts. Innerhalb des Nichts, die Quintessenz ist Gott und außerhalb von nichts. Wobei das Innerhalb auch ein ausgedachtes Innerhalb ist. Okay? Und BR heißt das Äußere und Ein heißt nicht existieren. Brain, das englische Wort für Gehirn, heißt das Äußere existiert nicht. Ich sag doch, das muss in meinem Gehirn drin sein. Jetzt beginnt die Vordersprache. Das mache ich mit Einsprachen der Welt. Wenn ich jetzt sage, dann jede Song hat einen Zufall gehabt, das ist ja nicht ganz schlecht, was er sich da zusammenreibt. Aber du kannst Willi Astor anhören, du kannst dir Willi Astor anhören, der macht auch schöne Wortspielereien. Ich sag, die Vergleiche sind so hanebüchen. Bloß nicht aus der Logik rauskommen. Mich begeistert oft auch die Ähnlichkeit mit, also zwischen Arabisch und Hebräisch. Nein, das ist keine Ähnlichkeit, das, sondern das ist jetzt, das wird den Araber, dem Moslem überhaupt nicht passen, wenn du jetzt nämlich reingehst, das ist dieselbe Kabbala, es stimmt alles, es sind Untersysteme. Ja. Wenn du den Ursprung suchst, dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass die normale Zeichensystemgebung für Sprache, man sagt dann, jetzt kommen die ganzen Linguisten, wo das herkommt, das Arabische oder das kommt aus dem Phönizischen. Das sind ja die sogenannten semitischen Sprachen. Ja. Da habe ich übrigens gerade im Moment, um das klar zu machen, wo ich immer wieder sage, die Semiten, jetzt für dich. Wir kommen auf den Arabischen, kommen wir nur dazu. Die Semiten, das Semitische ist erst einmal ein ausgedachtes Volk. Alles, was du über Semiten weißt, egal ob du jetzt hier in Israel oder in Persien, was bist du für ein Landsmann eigentlich ursprünglich? Syrien. Syrien. Oder ein Syrer bist, schau. Die Meinungen, die du nachlesen kannst über Syrien selber, das war ja eine Gemeinschaft. Ich mache jetzt ein allgemeines Bild. Das, was ich höre über Hussein, du hast ja deinen eigenen Traum. Das ist wie mit Hitler, da sagen welche, der war klasse und andere sagen, das ist ein Arsch. Du wirst eine dieser Möglichkeiten, was du nachklappern. Aber Assad, Entschuldigung, was bei Assad, wenn du Assad magst, wie du den siehst, ist deine Vergangenheit. Es gibt aber auch ein Gegenteil davon. Was jetzt im Allgemeinen ist, dass das erste Mal ein semitischer Stamm war, Syrien, wo komischerweise über viele lange Zeit, ich mache jetzt eine Standardvergangenheit, die ich mir ausdenke, seltsamerweise Christen und Moslems absolut in einem Frieden nebenher gelebt haben. Das ist einmal die erste Aussage. Ich sehe selber jetzt, wenn ich jetzt nach Persien reingehe, in den Iran, mit meinem Ferry, wo ich gesagt habe, den Schweizer, das ist eine hoch situierte Bahai-Familie gewesen. Und dann kommt der Shah, unterstützt von den Amerikanern, das ist jetzt offizielle Zeitgeschichte, wo ich sage, eine von vielen Spuren, da können wir uns andere auch ausdenken, weil Vergangenheit ist formbar. Du wirst dir nur die Vergangenheit ausdenken, die über dein persönliches Erleben hinausgeht. Darum sage ich, du solltest nur das glauben, was du hier und jetzt hundertprozentig sicher überprüfen kannst und
mit Einschränkung, wenn du jetzt in deine persönliche Erinnerung, deine Schwamminhalts zurückgehst, in dein persönlichen momentanen Buch zurückblätterst, was du mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erlebt hast. Und da musst du sehr präzise sein. Und du hast jetzt eine ganz klare Vorstellung von Vergangenheit über Syrien. Und ich kann jetzt, wenn ich da nicht war, kann ich nur wieder ins Internet gehen und dann zeige ich dir Syrer, gebildete Menschen von der Physiognomie her, die das behaupten und wieder andere, die wo was anderes behaupten, in Bezug auf Assad. Ja. Mein persönliches Bild von Assad kenne ich nur aus dem Internet. Jetzt rede ich ganz normal als Udo. Und da muss ich dir sagen, jedes Interview, alles, was ich zumindest in Ansätzen in Assad selber gesehen habe, bei uns deutsch-englisch übersetzt in Interviews, sehe ich von der Physiognomie ein fast aristokratisches Gesicht. Das erste mit überhaupt kein Hass oder was, wie innen so außen. Und ich habe, wenn ich unsere Bildzeitung aufschlage, sehe ich auch das ganze Reden, wenn der Interviews macht, mit einem gewissen Entsetzen, sehe ich eine Familie, aristokratisch, und drüber das Monster Assad, der Kinderschlechter. Das ist das, was in den Köpfen drin ist, und die schauen da gar nicht richtig hin. Ahmadin Arshad, wie hat er geheißen? Ich kann mal einen Namen von Bassin. Das war dasselbe in Grün in Bassin. Ich sagte, er hat von der Vereinten Nationen eine Rede gehalten, da kriegst du Gänsehaut, wenn du zuhörst. Dann sag ich, dann wurde er interviewt von Kleber, ZDF-Mann. Vollkommener Faschist, sag ich, ich benutze mal das Wort, es gibt Rechte und Linke. Es war so, ich weiß, mein Redo hat sich so aufgeregt, sagt, ich habe mich geschämt. Es war so erbärmlich, mit einer Engelsgeduld, wie er geantwortet hat. Und er hat nur von Liebe gesprochen und von Gott und vom Verzeihen. Und dann ist er der Holocaust-Leugner. Das war in der deutschen Presse gestanden. Dann schaust du dir die Interviews an, wo er drüber spricht. Er sagt, die Deutschen sind was die Großväter. Wie kann man Engel, die Nachfahren, vorwerfen, was angeblich die Großväter gemacht haben? Dass diese Gnude dieser Vergangenheit, wir dürfen doch nicht vergessen. Und es wiederholt sich alles. Es wiederholt sich schonungslos, solange du chronologisch denkst. Und ich sage jetzt immer wieder, jetzt hast du mal diese Christussprüche. Dass jetzt hier im Großen und Ganzen diese Manipulation, jetzt das Spiel, hat mir meine Frau heute gesagt, ihr müsst die fast mit runternehmen. Irre Zoff um Mohren-Eisbecher. Das ist die Mohrenstraße, die Bahnhofstelle Mohrenstraße wird jetzt, das ist anders, aber Nürnberg-Mohrenstraße oder irgendwo, München, glaube ich, wird jetzt der Name Berlin. Es ist diese Leute, die meinen, die sind die Guten. Die sind so voller Feindbilder, du wirst merken, es dreht sich alles um. Es dreht sich alles um. Du hast eine gewisse Logik, deine Logik erscheint dir logisch und was dir logisch erscheint, ist gut. Sobald in dir einer auftaucht, der was anderes behauptet, was dir unlogisch erscheint, mach wieder Henkel rechts und Henkel links. Hast du komplettes Gefühl, dass das falsch ist? Und da ist kein Ansatz, dass du dir diese Kehrseite, das Verkehrte von dir verkehrt erscheinen, weil meins ist ja richtig. Jetzt hast du mal rein die Sprache und das Geheimnis ist die Sprache. Ich erzähle dir jetzt etwas. Rechts kommt von recht richtig. Ich habe vor 20 Jahren in Almenau gesagt, zast eins vorne weg, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals auf Gottes Erdboden rumgelaufen ist. Hitler ist ein Nichts gewesen gegen mich. Jetzt bin ich rechtsradikal. Dann erkläre ich aber, das hören die Leute und dann schalten sie schon ab. Ich erkläre das dann. Was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Rechts heißt recht, richtig. Da kommt die Radix, radikal kommt die Radix, die Wurzel des Radieschen. Rechtsradikal heißt die richtige Wurzel. Natio, Geburt zu Geburt, Sozio der Brüderlichkeit. Ich nehme nur das Wort, nicht deine Interpretation. Du musst ja nicht unbedingt, wenn ich das Wort Krebs ausspreche und du hast den Kontext nicht, an der Krankheit denken. Du kannst ja auch an das Sternzeichen oder Scheintier denken. Du siehst nur deinen Kontext, ohne weiterzuhören. Jetzt machen wir mal immer Wellenberg und Wellendal ist gleichzeitig. Das sind Sachen, die habe ich tausendmal wiederholt, aber bleiben wir mal bei dem Möhrchen. Dass das, jetzt wenn ich Emotionen hätte, ich sage, das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Die Semiden ist ein Stamm. Muss ich dir nicht erzählen, was Semiden sind, da kann die Ägypter dazu, da kann der Iran, der Irak dazu, Persien, Palästina dazu, die Hebräer dazu. Das sind alle Semiden, das ist der semitische Sprachstamm. Deine Frage war, wie sieht es aus mit dem Arabischen? Es ist der semitische Sprachstamm. Die haben aber eine Wurzel, das ist das alte Hebräisch. Jetzt können wir wieder streiten, was zuerst da war, aber das ist ganz einfach. Und wir sehen das arithmetisch. Das Hebräische beginnt mit 22 Zeichen. Wenn wir die in Oktaven anordnen, das ist ein arithmetisches System. Das ist, wenn wir die anordnen, endet das Ganze hier. Zack, und dann haben wir noch 5 Endzeichen. Und das 28. Zeichen ist das erste Zeichen. Das spricht man alles aus und das spricht man Elef aus.
Das sind wir vier, das ist ein ganz wichtiges System. Das heißt, das sind erst einmal 22 Grundzeichen, 5 Endzeichen und das 28. Zeichen, das ist übrigens der erste Schöpfungssatz, hat den Gesamtwert, der auch für die Moslems gilt, 2701. Das sind die 27 Zeichen und 01 ist dieses eine, was eigentlich wieder das erste ist, weil die Oktave, weil das eigentlich ein Kreis ist. Das heißt, das Grundsystem hat 22 Zeichen, es gibt keine einzige Sprache der Welt, die mit weniger Zeichen Sprache ist. Es gibt viele Sprachsysteme, Piktogramme ist chinesische, dann das japanische sieht für einen Laien oberflächlich aus, aber rein als Schriftzeichen her sind es Silben. Das, was wir Zeichen nennen, sind bei uns Silben. Das ist im Japanischen. Das Arabische hat genau dasselbe Schema mit demselben Aufbau, plus es sind wirklich 28 Zeichen. Das heißt, die 5 Endzeichen plus die 1000, das letzte Zeichen, ist ein eigenständiges Zeichen. Das ist nicht gleich mit dem ersten. Das reißt das System schon auseinander. Rein schrifttechnisch sind sogar noch wesentlich mehr, weil im Hebräischen haben wir die 22 Zeichen und 5 werden davon am Ende anders geschrieben. Im Arabischen gibt es viele Zeichen, die am Anfang, in der Mitte und am Ende anders geschrieben werden. Das heißt, es sind mehr Zeichen und wenn ich gehe auf die 1 reduzieren, ist diese Grundausstellung ist die kleinste Form mit normaler Sprache. Es gibt Hieroglyphensysteme, die mit 18 arbeiten, die sind aber zeitgeschichtlich wesentlich später gekommen, das sind sehr grobe Piktogramme bloß, wo ich dann wieder sagen kann, das ist aber auch, das Futhark nennt sich das. Da steht F-Udo XB, wenn man das hinschreibt. Ich habe überall meinen Namen installiert. Meinen Namen meine ich jetzt, wenn die sagen, der bildet sich ein, ich habe nur keinen Gott gesehen, gar nichts, ich bin sowas von normal. Ich bin nur ein neugieriges Kind und dann fällt mir was ein. Und jeden, den du mir bringst, der plappert nach. Das sind jetzt Sachen, das ist Allgemeinwissen, das ist natürlich nur an der Waste, der sich mit diesen Fachgebieten beschäftigt. Was ein Holo-Feeling ist, das ist die Vordersprache, das System ist vollkommen neu, du findest es in keinem anderen Buch. Dass Physik, die Sprachen, auch das Arabische, das Hebräische, diese indogermanischen Sprachen, dass da im Hintergrund ein rein, ich erzähle dir etwas. Du musst, um die höheren Ebenen zu betreten, musst du anfangen, Deutsch zu denken. Es ist wurscht, ob wir jetzt vom Körper her, den wir uns ausdenken, Schwarz oder Schlitzaugen oder Arabisch sind. Dein Denken muss Deutsch sein, weil Deutsch in allen Sprachen der Welt Gott heißt. Alemannen, Alemannia. Allah. Ja. Ich sage immer die Allah-Männer, wenn du Deutsch machst. Deus, Deos, die Deutonen, Griechisch, Lateinisch, in allen Sprachen der Welt ist das Gott. Ich rede nicht von den ausgedachten Deutschen. Ja. Ob du an einen Scheißhaufen denkst, an einen Ameisenhaufen, an eine Schimmelpilzkolonie oder an Deutsche, es ist ein Gedanke, der wieder weggeht. Es geht um eine Symbolik, geistig, die zeitlos ist, die im Hintergrund ist. Was du auf dem Bildschirm siehst, ist nie das Programm und das Betriebssystem, sondern nur Ausuferungen, Darstellungen, wenn ich 200 Gramm rote Gnede umfahre. Ich habe früher immer gesagt, und wiederhole ich, die Beispiele sind so klein, so einfach. Spiel, und ich sage jetzt einmal ganz definitiv, in euren Alltag spielt mit euren Mitmenschen. Was meine ich damit? Kennt ihr alle probiert? Habt ihr es schon mal ausprobiert? Wenn du bist noch auf der Arbeitsstelle, kannst du mal zu deinem Oberboss gehen und dann einfach das einmal dich trauen. Da merkst du dann schon, die erste Aussage ist, mal eine kleine Sache, frag einen Menschen, der nie was von Holofeeling gehört hat. Frag den, was hat eigentlich ein Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Und dann schaust du, da siehst du Fragezeichen auf den Augen. Und dann sagst du dich. Und dann schauen die und dann sagst du, wieso? Und dann sagst du, ja, weil du dir das jetzt ausdenkst, weil ich die Worte ausgesprochen habe. Gut, dann lächeln alle. Das ist wie ein Witz. Dann könnt ihr ausprobieren, die Sache zeichnen ein Quadrat mit 3 Strichen. Da gibt's durchaus eine Psychologie, das ist nicht altes Beispiel, ist alt in der Psychologie, und da muss einer dann, wenn er das weiß, hat er das gelesen. Aber jeder, der das erste Mal hört, stürzt ab. Und jetzt mein allerliebstes Lieblingsbeispiel, wo ich immer sage, wenn du jetzt Arbeit Angestellter bist, zum Chef, geh zu deinem Chef. Und das musst du wirklich einmal, wenn dich traust, probier das aus. Das nützt jetzt nichts, wenn man das so unter Brösel auf derselben Ebene macht, sondern musst dich wirklich einmal trauen, wenn du einen Vorgesetzten oder was hast und du hast ein gutes Verhältnis, dann gehst du zu denen hin, ich sage jetzt, ob es ihn duzt oder nicht, wir sagen mal, ich duze jetzt ihn, den Udo 2, und dann, wenn du so lockeres Verhältnis sagst du, und dann machst du physiognomische, bedepperten Eindruck und dann sagst du, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, das ist, mir sind Sachen in den Kopf rumgegangen, mir ist heute Abend das erste Mal bewusst geworden, dass du bloß ein dummer Affe bist. Und du schaust, wie er reagiert, wenn er kalt, ihr habt das super Verhältnis und plötzlich kommst du daher und du schmeißt ihn sowas an den Kopf. Schau, wie die Maschine, das Reaktionssystem darauf reagiert.
Und dann aber bitte sofort, nicht so lange warten. Wegen, Moment, nicht, dass du mich verkehrt verstehst. Das ist nicht meine Meinung. Mir ist bewusst geworden, dass du das glaubst. Ist es nicht krank, dass jeder normale Mensch in seinem Programm, wenn einer in einem ernsten Zustand, jetzt nicht im Witz, zu dir sagt, du bist ein dummer Affe, so massiv negativ reagiert, obwohl er im tiefsten Innern glaubt, dass er das ist und versucht mit aller Gewalt diesen Glauben, dieses Ding, das er zu sein glaubt, am Leben zu erhalten, möglichst lange. Was nie funktionieren wird. Jetzt könnte ich wieder sagen, wenn du nämlich wirklich aufpasst, was du denkst, denkst du jetzt. Und wenn du jetzt Kinder hast, dann kann ich jetzt, hast du Kinder? Mhm. Tochter? Sohn 9 und Tochter 2. Jetzt mache ich, pass auf, und jetzt machen wir hier, das ist immer, wenn ich mal mein Bezi mit meinem Schneewittchen, dass ich sage, du denkst jetzt, wie man dir dann Sohn das erste Mal ein Armlicht hat. Dieser Stolz. Ich denke jetzt übrigens im Moment, werde ich euch sagen, an meinen Ferry. Der war pure Liebe, hat er ausgestrahlt. Der Bahai. Mhm. Der Besser. Und dann sagt er zu mir, das hat meine Marion so gesagt, er war so stolz, wie er seinen Sohn gekriegt hat, sagt der Udo, und ich sag dir, und dann habe ich den gewickelt und dann habe ich die Windel, die ich weg, drücke ich hin, das war der schönste Duft, wo ich jemals gerochen habe, so hat er das Kind geliebt. Das ist Liebe, da ist alles ganz anders. Wenn man in den Augen der Liebe schaut, ist alles ganz anders. Dann sehe ich wieder die andere Seite hier, meinen berühmten Dürgen, der mit seiner Frau zuschaut, wie der Sohn die Tochter massakriert, weil die sich von den deutschen Schwängerlern hat. Und er rechtfertigt, nachdem die Polizisten alle entsetzt sind, rechtfertigt er das, wo ihr Deutsche keine Ahnung habt, das, was Ehre ist. Was hat er für eine Vorstellung von Ehre? Und du wirst diese Menschen nicht erreichen, weißt du wieso, weil das Gedanken in deinem Kopf sind. Aber die Ursache bist du. Es ist dein Glaube. Es ist der Glaube der Menschen, dieser einzige Glaube, dieser unendliche Hass um dich rum. Vorausgesetzt, du denkst dir solche Menschen aus, sind Spiegelbilder von dir selber. Es ist noch ganz tief in dir drin. Und du wirst deine Welt, deinen Traum nie verändern, wenn du als Figur im Traum auf die anderen Traumfiguren einsprichst. Ich sage immer, das ist wie in einem Videospiel. Du bist ein Avatar, das hast du komplett vergessen. Und alles, was auf dieser Ebene der Cyberspace, der Illusion, der Informationen basiert, ändert nichts am Programm. Den Weg, den ich dir zeige, du musst das Programm verändern. Das macht Holofeeling dann. Da musst du aber zuerst wissen, was du bist und was Programm ist. Der Maler, im All. Allah. Von Gott erweckt. Das ist dein Traum und das ist der Führerscheinprüfungsbogenwelt. Zu zeigen, ob du lieben kannst. Und lieben ist nicht der Schmalz. Kindgerechtes Beispiel geht durch ein Zoo, du kannst alles, jede Kreatur lieben. Die musst du nicht abbusseln oder was. Und wenn ich jetzt in einer großen göttlichen Bibliothek bin, wenn du irgendwas weglässt, ist Gott nicht mehr heil und allumfassend. Dann sind aber Krimis drin. Aber es sind Geschichten, es sind Märchen, die hat es doch schon immer gegeben mit Zauberinnen, Hexen und Böse und Gute. Es ist lehrreiche Unterhaltung. Wenn ich jetzt weiß, es sind alles, was Information ist, was existiert, ist vergänglich. Es ist dort, dass ich lerne, dass ich unterhalte und ich kann immer wieder neue Sachen aufbauen. Und darum ist es, mir gehen die Menschen, die du dir ausdenkst, am Arsch vorbei. Aber wenn du jetzt an deinen Sohn denkst, die Worte, im Anfang war das Wort, taucht in dir Vorstellung auf. Jetzt sag ich, wir schon weg, jetzt denke ich jetzt an ihn. Mhm. Tochter? Wie alt? 2. 2. Das ist nur was ganz, was Kleines. Aber das ist doch nur ein Gedanke. Und jetzt schau mal, was das, die Liebe, die du empfindest, die jetzige Liebe, ist Liebe unter Zwang. Mutterliebe ist Liebe unter Zwang. Konrad Lorenz, Professor. Mhm. Habe ich so oft gesagt. Da gibt's 5 Stufen von Liebe. Die wirkliche Liebe ist Liebe in Freiheit. Das ist Liebe deine Freiheit. Solange du gezwungen bist zu lieben, weil deine Programmierung dir das vorschreibt, als Vater- oder Mutterliebe, Sexualität ist reine Liebe unter Zwang, da müssen wir doch überhaupt nicht reden, wie du getrieben bist ohne Ende, egal was für ein Programm du laufen hast. Dieses Schöne in der Matrix, wo ich immer wieder sage, wo der Neo dann reingeht und den Morpheus raus hat, wo es ein Todeskommando ist. Wenn du anfängst zu lieben, was du normalerweise, wo du gar nicht gezwungen warst dazu, sondern weil du es magst, obwohl sich alles in dir sträubt. Das ist das, wenn ich sage, liebe deine Feinde. Dass du genau das nur heilst, das ist ein innerer Prozess, das musst du nicht einmal äußern. Das ist der Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn du bewusst träumst? Sag ich nicht immer, ich ist jetzt nicht der Gedanke Udo. Gedanke wird so sein, wie du in dir denkst. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir jetzt ausdenke in Gesprächen oder wenn ich allein bin, vorwurf, dass er ist, so ist, wie ich ihn mir ausdenke.
Hast du das Bewusstsein schon? Dann hast du das Bewusstsein, ich nehme ja die Schuld auf mich. Das ist ein Zwischenwesen. Das ist ein Geist, der träumt. Ich weiß, dass ich mir nicht raussuchen kann, was ich träume. Kannst du nicht. Aber sobald ich mich als träumenden Geist denke, ist der ja schon wieder was Ausgedachtes. Alles Ausgedachtes ein Dasein müssen. Ob ich mich jetzt als Trockennasenaffe, sterbliches Säugetier denke, was übrigens im Koran erstes Gebot der Adam ist, kein Enosch. Ist kein, die Medim, die Menschen Medim, sind die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Die gehen mir am Arsch vorbei. Diese Besserwisserei in einer Einseitigkeit ist, wie oft sage ich, pass auf, wir machen jetzt einmal eine Welle. Es geht immer, was das zeitliche Denken ist schon das Problem. Das zeitliche Denken mit dem Wellenberg und Wellendahl, die Ursache rein wieder programmtechnisch ist ein Einheitskreis. Und das, was wir jetzt herauskonstruieren, was wir Zeit oder Raum nennen, ist nur Winkelfunktionen, die alle gleichzeitig da sind. Wir machen hier einen Punkt, wenn ich das mit dem Computer konstruiere, verteile ich das in einer Zeitkette, wo jeder Punkt wie alle Worte gleichzeitig da sind. Wir müssen es eigentlich zusammenschreiben. Weil es kein Vorher und Nachher gibt, es nur als Vorstellung. Vorhergesehen. Hast du das vorhergesehen oder vorhergesehen? So, und jetzt pass auf. Genau genommen kommt dann jetzt erst hell und dunkel bei den Berg, so wie bei der Sonne. So logisch, es ist hell, dunkel wird es heute Abend wieder. Das sagt bloß einer, der glaubt, er ist ein Affe von einer Erdkugel. Im Hintergrund mit dem Glauben des heliozentrischen Weltbildes. Stimmt oder stimmt? Es ist gleichzeitig da. So wie die Worte in unserem Bücherregal. So, und jetzt machen wir hier die Zeit, das nennen wir jetzt mal Vergangenheit. Wir sind hier. Eigentlich sind wir jetzt hier. Da haben wir ganz klar nur eine Spiegelung, so wie oben und unten. Bleiben wir mal in Deutschland. Geht in allen Ländern. In Deutschland haben wir Zeit gehabt, wo der klassische, normale Deutsche geschrieben hat, Juden, Ausländer raus. Da sind übrigens unheimlich viele Deutsche, wenn du jetzt in deine Geschichtsbücher, das sind Märchenbücher, die sehr lehrreich sind. Das war nicht in der Vergangenheit. Das Wertvollste, was du hast, sind die Märchen. Und die ganzen Geschichtsbücher sind für mich Märchenbücher. Du musst lernen davon. Und dann sind volle Schiffe mit Juden rumgefahren und kein Land wollte die Juden aufnehmen. Mhm. Kannst, lest deine Geschichte. Juden raus, dann geht's uns besser. Jetzt hat sich das umgedreht. Jetzt schreien alle Neonazis raus. Die Neos sind die neuen Nazis, also die schlimmen Ausländer raus. Jetzt schreiben alle Neonazis raus und jetzt sind da außen welche mit Schiffe alle rein. Es ist genau gespiegelt. Und zwar mit der Begründung, habt ihr denn nichts von unserer Vergangenheit gelernt? Ich sage, habt ihr was gelernt? Ihr seid doch bloß das Spiegelbild von dem, was ihr als schlecht anseht, weil ihr meint, ihr seid die Guten. Ich sage, es geht um was ganz was anderes, es geht um Liebe. Es wird sich immer verändern, jetzt die sagen, die Deutschen, unsere Kultur wird zerstört. Das ist der Lauf der Dinge, der Veränderung, der Säugling, dein Sohn, dass du jetzt deinen Sohn in den Arm nehmen kannst. Das ist definitiv, weil der Säugling, den du dir gerade gedacht hast, nicht mehr existiert, außer du denkst in dir, du kannst jederzeit wiederholen. Dann sagst du, ja, aber das war ja. Das ist jetzt, ich bin du zwei Lesen, materialisieren kann der Geist die Energie nur im Hier und Jetzt. Es ist immer jetzt. Alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist nur feinstofflich in deinem Kopf. Klingt so kompliziert, aber ich weiß, wenn man es oft genug hört, dann funktioniert es einwandfrei. Da gibt es dann keine Probleme, was das anbelangt. Das sind immer dieselben Sätze. Aber ich will mal hier kurz reingehen. Dann ist nämlich auch hier mit der Liebe des Christentums, das auch für die Moslems gilt, weil Jesus war der weiseste Mensch, bloß kein Gott im Koran und wurde nicht gekreuzigt. Spiegelbild, Neues Testament, Gott ungekreuzigt. Und egal, wenn du redest, die muss eins klar sein, ein tiefgläubiger Moslem ist sich sicher, dass das, was seine Lehre ihm erzählt haben, richtig ist und ein tiefgläubiger Christ glaubt was anderes und er ist sich sicher. Das sind aber nur Mutmaßungen, das sind Theorien. Ich sag dir, das sind Märchengeschichten. Ja und nein. Und jetzt kommt dann immer wieder, du kannst nichts festhalten. Es ist eine Verwandlung wie im Leben. Der Säugling muss zum Schulkind werden, der Schulkind muss zum Erwachsenen werden und irgendwann nochmal der Erwachsene. Ei, Raube, Schmetterling. Und du hast halt nur in deiner Logik diese Einsicht. Das geht aber ewig weiter in beiden Richtungen. Eigentlich ist es ein Kreis, der gleichzeitig alles da ist, wie im Einheitskreis die Blickwinkel da sind, wie im Bücherregal alle Seiten in allen Leben, in allen Geschichten gleichzeitig da sind. Und das jetzt, was jetzt passiert, es ist Sodom und Gomorra im wahrsten Sinne, wo ich dir sage, das ist, es wiederholt sich alles, es ist nichts Neues. Ich sage, liebe deine Feinde. Das heißt, liebe alles, was dir unlogisch und falsch erscheint, weil das nämlich die ganzen Kehrseiten sind, die du nicht siehst. Und lieb meist nicht um Halt, sondern das sind die fehlenden Teile in meinem Kabelstecker und das Zeug, das ich draußen lasse, dann geht das ganze Auto nicht.
Und du bist der Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdenkst, weil deine Traumwelt wird es ohne dich gar nicht geben. Aber du brauchst ein Programm, der Computer braucht ein Programm. Was ist jetzt wichtiger, der Computer, das Programm, das Betriebssystem oder der Bildschirm? Ist egal, wenn du was, nämlich ein Bildschirm, nämlich das Programm, nämlich ein Betriebssystem, egal was du rausnimmst, es wird nichts passieren. Ist alles nötig. Was ist wichtiger, das Gehirn oder das Arschloch an deinem Körper? Ich sag dir, ich kann dir immer wieder Beispiele, wenn ich dein Gehirn rausnehme, das kriegst du gar nicht mit, nach deiner Logik. Das kriegst du nicht mit, wenn es nicht mehr nicht da ist, weil dann gibt es dich auch nicht mehr. Wenn dein Arsch nicht mehr funktioniert, egal ob der immer zu ist oder immer offen ist, dann hast du ein scheiß Problem. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt pass mal auf. Dass also hier diese Einseitigkeit, dieser Hass, ob das semitisch, die Antisemiten, die antisemitischen Antisemiten, die es zurzeit gibt, ist Israel, das zionistische Israel. Da habe ich übrigens da einen Mittelschein. Weil die gegen alle Semiten sind, gegen die Palästinenser, Griechen, gegen die Ägypter, gegen Iran sowieso. Alles, das sind die Antisemiten, sind nur dieses zionistische Israel. Und jetzt ist natürlich, das kommt übrigens in der neuen Schrift, wo ich geschrieben habe, da habe ich ganz kurz, glaube ich, in irgendeinem Selbstgespräch, habe ich das schon aufgezeigt. Es geht nur um Normen. Das ist jetzt übrigens auch mit einer Logik, auch wenn es weh tut, das musst du akzeptieren. Dann sage ich, wenn eine sagen, Neger, das Wort, das N-Wort darf man die Negerküsse, das darf man nicht mehr sagen. Dann sage ich, Neger hast eine Grüße, das heißt Schwarz. Was ist jetzt der Unterschied, ob ich sage Schwarz oder Neger? Es ist einfach nur in einer anderen Sprache dasselbe Wort. Nazi heißt Nation. Jeder darf, du darfst stolz sein, dass du Syrer bist, so wie ein anderer Türke stolz sein darf, die wir uns jetzt ausdenken, weil das alles Sinnesorgane, die Länder, könnte ich wieder sagen, Spezialisierungen sind. Und jedes ist was, was ist wichtig? Der Kabelstecker, der Benzinschlauch oder der ganze Motor? Ich sagte, wenn du ein systemrelevanter Parameter bist, macht es total nichts miteinander zu tun haben, aber in der höheren Ordnung ist es wichtig. Das ist eine andere Form von Liebe. Und jetzt mache ich hier meine Frau, ich sage, ich müsste die fast mitnehmen, darum hat es hier mitgegeben. Das ist Örozov um den Mohren-Eisbecher. Jetzt pass auf, wenn du lesen tust, da gibt es also hier Eisdiele von Dirk Hermaninski, 52, und die Eisdiele heißt Möhrcheneis. Es ist ja, wenn du es liest, das ist bloß noch lächerlich, aber du weißt, die Leute, die da auf dieser Einseitigkeit sind, die wissen hundertprozentig, dass sie die Guten sind und die sowas machen, sind böse. Aber das lese ich euch jetzt einmal schnell vor. In Essen gibt es heißen Streit um eine eiskalte Spezialität. Auf der Karte von Möhrcheneis, so heißt die Eisdiele, in Rüttenscheid findet sich zwei Eisbecher mit den Namen Möhrenkuller und Mohrenbönne. Darin sind zwei Riesenkugeln Vanille- und Schokoladeneis umhüllt mit feinster Schokoglasur und aromatische Birne mit Schokocreme übergossen, umgeben vom feinsten Vanilleeis. Und für manche offenbar eine übermäßig große Portion von Rassismus. Der bekloppte Mohrenstreit von Essen, Inhaber Dirk Thalmann, flattert jetzt Post ins Haus. Das interkulturelle Solidaritätszentrum von Essen bezeichnet die Namenswahl darin als eindeutig rassistisch, fordert zeitnahe Umbenennung der Eisbecher. Weiter heißt es, eine so bekannte Eisdiele mit multikulturellen Rüttenschein steht es nicht gut zu Gesicht, wenn es sich auf der Eiskarten Eisbecher mit solchen Namen befindet. Der Eisdielenchef ist entsetzt über diese Vorwürfe, aber jetzt pass auf, der Witz ist, dass das damit gar nichts zu tun gehabt hat. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen jede Form von Rassismus aus. Unsere Mitarbeiter kommen aus vielen verschiedenen Kulturen, das heißt, bei mir arbeiten unheimlich verschiedene Kulturen. Der Verfasser des Schreibens hat sich leider nicht die Mühe gemacht, genaue Informationen einzuholen. Ich denke wieder an den Weißenbruch-Bericht. Der behauptet, er ist Gott, der ist Elektriker. Da waren nur 50 Mann in Weißenbruch im Wippertal. Es ist von hin bis vorne jede Aussage Lüge. Übrigens heute Morgen, weil ich wollte es euch zeigen, dieser Weißenbruch-Bericht, den kann man ja noch aufrufen im Archiv. Das sind jetzt hier bei Infosektor, die sich nur auf diesen Bericht, bin ich jetzt eine Sekte, sind mittlerweile 8 Kommentare drunter. Nur Kommentare, wieder so ein Spinner. Ich sage immer, für Heiligkeit und für Geld verbieten, sowas hat sich verboten. Nur Kommentare gegen diese, gehen voll in diese Schiene rein, wie böse ich doch bin, was ich für ein Spinner bin, die Leute bloß abzock und so weiter und so fort. Das ist 99% deines bisherigen Glaubens ist auf demselben Mist gewachsen. Du hast bloß andere Seite. Das zu akzeptieren, ich bin schuld. Aber jetzt lass uns weitermachen, jetzt wird es nämlich richtig interessant. Die haben also nicht sich die Mühe gemacht, genauere Informationen einzuholen. Das ist so extrem schlecht, geistlos, alles nachgeplappert. Den Namensgeber für den Eisbecher ist der Mädchenname meiner Mutter Ritter.
Die ist heute 75 Jahre alt, die heißt nämlich mit Nachnamen Mohr. Die Heiratsurkunde, die das belegt, liegt Bild vor. Als Kind wurde Ritter Mohr nur Möhrchen gerufen. 1970 gründete sie das berühmte Eiscafé. Es ist das Möhrcheneis. Das hat mit Mohr gar nichts zu tun. Es ist schade, dass hinter einem so beliebten Eisbecher sofort ein rassistischer Gedanke vermutet wird, sagt Möhrchen-Chef Hermann Ninsky. Er will aber den Namen trotzdem ändern, weil er keinen Alkohol haben will. Und jetzt sind wir bei unserer Sache, wo ich immer wieder sage, mit dem Judenstamm. Oder mit dem Hitler-Hakenkreuz. Alte Sache. Das ist in der Wahl bei Hitler. Wenn wir in die Zeit zurückgehen, wie Hitler an die Macht gekommen ist, ich habe die Zahlen noch im Kopf, du kannst das recherchieren, das ist natürlich wieder dein Charakter, wird es dann machen, stochastisches Denken. Du kriegst dann Beweis für deine Theorien oder nicht, weil ich lasse dir das träumen, was du selber denken, selber haben. Aber ich sage jetzt einmal die klassische Form in unserem subjektiven Ding, wie Hitler an die Macht gekommen wäre, wenn wirklich alle, die gegen Hitler sind, gegen Hitler gestimmt hätten, wäre der nie an die Macht gekommen. Zu dem Zeitpunkt waren wesentlich mehr Menschen gegen den Hitler wie die fanatischen Hitler-Anhänger. Das Problem sind nicht die, die gegen den Hitler waren, sondern die große Masse hatte keine eigene Meinung. Ich rede jetzt nicht, du musst zum Wellen gehen, da haben wir nämlich immer 16 Perspektiven. Und dann, wenn du gelaufen bist und der hast der Hitler-Problem gehabt, du lass dir von den Alten erzählen, von den Großeltern erzählen, das sind jetzt viele gewesen, bist du jetzt auch bei denen. Dann hast du bei vielen, bei der Masse die Antwort nicht, eigentlich nicht, ich will bloß auf der Arbeit keinen Alkohol haben. Stimmt oder stimmt? Die anderen haben einen Judenstand drauf, da hast du einen riesen Alkohol gekriegt, wenn du den nicht drauf gemacht hast. Dasselbe in grün. Jetzt haben wir die Maske. Ich sag die Masken aufsetzen, haben wir zwei verschiedene. Die einen haben eine Hakenkreuzmaske drauf. Das sind die Mitläufer, die bloß, ich habe Angst, bitte, ich will nicht mehr dazu. Und die anderen, die setzen es halt einfach auf, dass kein Alter nicht kriegt. Was ich übrigens auch beides richtig ist. Es ist bloß die Frage, ich rede nicht, was richtig und verkehrt ist, denk an die Tasse. Du sollst dir bewusst machen, was du glaubst und warum du das glaubst. Und zuerst einmal sage ich, spiele deine Rolle weiter und gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Das ist die Münze. Mit dem Geld. Gibt es Kaisers, was des Kaisers ist? Was die Straßenverkehrsordnung anbelangt, halte ich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, stelle dich nicht ins Parkverbot oder ins Halteverbot. Und du musst keine Angst haben, dass du ein Märchen kriegst. Wenn du ein Geschäft hast, zahl deine Steuern so, wie es sein soll. Und dann musst du keine Angst, keine Ahnung haben, dass du Steuerprüfung kriegst. Meine berühmte Steuerprüfung. Aber interessant, ich habe nicht gekriegt, weil die Angst gehabt haben, sondern die erste Steuerprüfung, weil ich so übermäßig viel. Du hast in jedem Job. Wenn ich jetzt machen, wenn wir so ein Beispiel. Du hast in jedem Beruf, wo du hast, ist ein gewisser Grundaufschlag, wenn du was verkaufst. Das heißt, die Klamottenbranche hat einen wesentlichen höheren Grundaufschlag, wie jetzt meinetwegen Waschmaschine oder Sternenlang. Und zu meiner Zeit in den 80er Jahren war der Schnitt, pass auf, was versteuert wurde, bei weißer Ware oder Elektrogeräten eine 1,5er Kalkulation. Das heißt, wenn du jetzt ganz normal für 100 Mark netto ein Gerät einkaufst, wurde das für 150 Mark inklusive Mehrwertsteuer verkauft. Das war so der Schnitt plus minus ein paar Prozent in dieser Branche. Eine 1,5er Kalkulation. Und wenn jetzt du weniger versteuerst, neiben, wenn man dann was mal eh, dann wird was schwarz gemacht. Und bei mir war das Problem, dass ich hier 1,8er Kalkulation versteuert habe. Und dann wollten die bei mir nachschauen, was ich anders mache wie die anderen. Weil ich wesentlich höher versteuert habe wie die anderen. Was da unter, das hat die interessiert. Und wo ich dann ja in dem Gespräch, wo dann hier mit meiner Steuerprüfung, welcher an der Geldanlage, das alles korrekt war, das hat sich alles aufgelöst. Aber wo ich dann ganz klipp und klar gesagt habe, Leute, euch muss eins klar sein, jeder weiß, wenn ihr nicht voll blöd seid, dass das zu meiner Zeit, ich habe 53% Einkommensteuer zahlt. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, pass auf, ich weiß, das glaubt keiner, aber es müsste jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Ich rede entstand um Ende der 80er Jahre. Ich mache ganz, ohne dass ihr euch mit Finanztechnik auskennt, ein Rechenbeispiel. Ich werde jetzt den Vogel raushauen. Wenn ich jetzt, du kommst zu mir und ich mache was ohne Wareneinsatz. Und du fragst mich, was kriegst du? Du zahlst bar. Na so, ich gebe mir einen Hunderter. Wenn du mir jetzt 100 Mark gibst, das war mein Thema mit meinem Professor Reiner, den hat es umgehauen, wie ich ins Detail gegangen bin. Wenn du mir 100 Mark gibst, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich schiebe das jetzt ein. Du gehst, du brauchst keine Rechnung. Oder ich schreibe das in mein Kassenbuch rein. Rechnung. Die du dann gleich wegschmeißt. In dem Moment, wo ich dir Rechnung ausschreibe, auch wenn du die wegschmeißt, wenn ich das in die Bücher reinschreibe,
sind von den 100-Euro-Schein 82 Mark weg. Das war mein Steuersatz, Jungse. Und ich sage immer, ich jammer nicht, wenn du in der Steuerklasse bist, verdienst immer noch. Aber jetzt passt auf, was du meinst. Ja, das ist aber heftig. Es sind 82 Mark weg, das heißt, du sind noch 18 Mark über. Es ist, und das ist, weil du immer denkst mit Abzüge, es ist keine einzige Mark weg für Krankenversicherung. Und es ist keine Mark weg für irgendeine Lebensversicherung oder Altersversorgung oder Sozialversicherung. Die muss ich von den 18 Mark extra noch zahlen. Und dann ist natürlich, dass hier dir mal Gedanken machst. Und jetzt, was mir jetzt wichtig ist, das steht. Na, sagen die, das gibt's nicht. Das habe ich die Steuerprüfer gesagt. Dann habe ich gesagt, kann ich ganz einfach sagen, ich habe 53% nochmal 13% Mehrwertsteuer. Das heißt, es gehen sofort die 13% Mehrwertsteuer weg. Dann gehen meine 53% Einkommensteuer weg. Ich lache mittlerweile, wenn ich den höchsten Steuersatz anschaue. Ich habe 1992 in einem Laden mit 600 Mark Ladenmieten in den Hintern, was, wie es im Weißenburg sei, da vielleicht schon mal vorbeigelaufen. Ich habe 1992 habe ich mehr Einkommensteuer zahlt wie Amazon mit was nicht wie viel Milliarden Umsatz. Ich in meinen Laden mehr Einkommensteuer an Staat überwiesen wie Amazon. Da stimmt doch irgendwas nicht. Aber jetzt pass auf, worauf ich hinaus will. Es sind 13% Mehrwertsteuer, 53% Einkommensteuer, 8% Gewerbesteuer, das sind lauter Sachen und dann sind wir die 82% weg. Sofort überprüfbar, kein Hin und Heck. Es soll immer wieder natürlich Unkosten oder Abschreibungen, das steht in die 53 mit drin. Arbeitslöhne, die muss ich jetzt, das ist da in dem Bock mit, wird da mit ausgeglichen. Aber du musst dann schon hoch. Aber wichtig ist, was überbleibt und was jetzt der kann, was ich sage, dass das natürlich reizt, das nicht reinzuschreiben, ist ein ganz anderes Thema. Aber was ich jetzt sage, ich muss eins klar sagen, das Steuersystem, Laffer-Effekt. Du erinnerst dich, das Betriebswirtschaftsprofessor Laffer-Effekt mit Mann Reiner, den hat so, der hat damals gesagt, das habe ich schon mal gehört, mein Zeitpunkt. Das ist so krass mittlerweile, dass wenn ich jetzt rumfahre bei uns und ich habe hier eine kleine Autowerkstatt, der freie, der hat 3 Angestellte und repariert Autos und die haben sich ein Häusler gebaut. Na so, pass auf, ist ja vollkommen okay. Du musst, wenn du ein Haus baust, das rein von versteuerten, verdienten Geld bezahlen. Wenn ich jetzt da die 83 noch eine Lebensversicherung, ein bisschen Altersversorgung zahle, eine Krankenversicherung zahle, wie viel dann von die 100 Mark überbleibt, wie viel Prozent? Und dann muss ich ja noch Miete zahlen, wenn ich eventuell Miete bin, muss mein Lebensunterhalt zahlen. Das muss ich mit dem kleinen Ding machen, plus mit dem kleinen Ding kann ich wegsparen und kann ein Haus bauen. Dann soll jetzt, wenn die ein Häuschen hinstellen für 500.000 Mark, dann rechnen wir mal hoch, wie der in der Autowerkstatt, wie viel Millionen er. Und das ist meistens reines Arbeitsgeldzeit. Wie viel Millionen er Umsatz machen muss, dass er sein 500 Mark mit versteuertem Geld seriös abzahlen kann. Das ist alles mit Schwarzgeld. Alles mit dem System unter der Hand. Das weiß jeder Steuerprüfer, jeder weiß das, weil das ein Deppensystem ist. Lesen wir von unserem Brief. Für unseren Professor Reiner war das Musterbeispiel damals, werde ich dir wahrscheinlich auch gezeigt haben. In Du bist ich ist der drin. Wo ich sage, ich sollte irgendwann einmal klar sein, dass das hier die ein, auf einer Lüge, das System damals schon auf einer Lüge aufgebaut hat. Und ihr macht bei mir jetzt eine Steuerprüfung, weil ich zu viel versteuere, weil ihr schauen wollt, was ich anders mache. Ich bin bloß ehrlich. Ich bin bloß ehrlich. Das wollt ihr mir jetzt irgendwie bei dir schauen. Das könnt ihr aber gar nicht erwarten. Das ist die große Schwierigkeit. Das Schöne war, dass mich das, dass ich so in meinem Beruf aufgegangen bin, dass ich gesagt habe, ich hätte sogar dafür bezahlt, wenn ich es machen hätte müssen. Es gibt aber fast keine, die das machen. Als auch jetzt, wüsste man doch, meine Frau, wenn immer sagt, der tut ja nichts oder so, die sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, die sieht es ja. Heute Morgen um 2 aufgestanden, vorgestern um 2, schreib, mach Briefe. Bin immer am Machen, für was? Ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Ich mache das, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber mich interessieren wirklich nicht die Masse. Oder jetzt eine Gruppe, wenn wir uns jetzt treffen, habt jeder von euch einen Eindruck, dass ihr in einer Sekte seid? Oder ist übrigens das Briefchen? Was ihr werdet von mir Gehirn gewaschen. Aber ist das was Negatives, wenn das verdreckt ist? Das selbst alles, der Materialismus stellt alles auf den Kopf. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Und ihr merkt, wie oft hört er das. Und jetzt kommt irgendwann einmal der Punkt, wo man nach bei manchen hier 15, 20 Jahren tausendmal hören sagt, hey, das stimmt ja eigentlich. Das haben viele von euch schon vor 15 Jahren gehört. Aber in euren Alltag, wenn ihr wieder allein seid, wenn kein Udo da ist, wenn nicht wieder der Teufel reitet, wie man so schön sagt, das Urteilen, das Richten. Das geht doch schon los, wenn ihr in den Chat rennt, seid wieder hier und ihr richtet euch auf. Wieso richtet ihr euch auf? Weil da ein paar Worte stehen, wenn es in Zürich dort stehen würde, dann würdest du die Seite gar nicht anschauen, weil es in dir keine Vorstellungen auslöst. Stimmt oder stimmt? Das sind viele, viele, viele Facetten.
Und ich habe jetzt, wie gesagt, wenn wir morgen eventuell das machen, da war jetzt ein Brief, normal drücke ich die meisten weg, weil ich sage, was soll ich jedes Mal immer wieder das machen? Und es geht nicht darum, ich könnte euch so viele neue Sachen erzählen. Bevor das nicht sitzt, das ist es wichtig. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Heute Morgen übrigens, ich mache eine raumzeitliche Geschichte für euch. Heute Morgen ganz früh. Bei mir klingelt nie das Telefon, weil meine Nummer fast keiner hat. Halb sechs. Halb sechs. Wann hast du angerufen? Kurz danach, da war es ja vorher. ich bin ja schon mit meiner Morgen, ich bin die ganze Nacht wach gewesen, aber dann bin ich irgendwann um zwei oder um drei aufgestanden. Jetzt ist es also so, klingelt das Telefon, dann schaue ich hin, 043, Österreich. So, ja, also gut, wer ist es? Ich gehe hin, die Helene. Udo, natürlich aufgelöst, ich habe gerade die Rettungswagenwächter Antonio anrufen müssen. Der hat die schon sehr schlecht ausgeschaut. Der ist auf dem Klo und ist zusammengebrochen, sie konnten nicht mehr halten. Der war bloß nur Kreislaufkollaps, total Panik mit dem ganzen Wissen. Kreislauf musste die Rettungswagen, Gogo und Trixi waren auch schon dort. Ja. Helene, jetzt hol dich zuerst runter und die sind ja voll dabei. Und ich sage das immer wieder, ich habe seit einem Jahr, wenn ihr Selbstgespräche hört, entweder mit Felix oder mit der Mitte 70, die wirklich schon über 20 vom Anfang an dabei sind und auch intellektuell die Sachen studiert haben, sehr oft auch mit mir privat zusammen waren, Urlaub fahren und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ich habe euch jetzt schon darauf hingewiesen, die Feddings und die Donis, irgendeiner von euch zwei wird als erster sterben. Entweder er oder sie. Oder ihr habt das Glück, die dritte Synthese, dass euch irgendwie Autounfall oder Bombe, Krieg gleichzeitig zerbröselt. Das ist aber diese Auflösung. Ich sage Theorie und Praxis. Sie merkt jetzt, sie weiß das, die steht da voll dahinter. Ich sage aber, was jetzt ist, deine Reaktion ist, die Maschine läuft weiter. Erinner dich an Hinterdux, wo ist unser Helmut? Irgendwo. Erinner dich an Hinterdux, wo wir waren mit meiner Diana. Das sind geistige Granaten, was sind Intellekt anbelangt. Hier. So unscheinbar. Geistige Granate, rein theoretisch studiertes Wissen. Ich blätter mal ein bisschen zurück in dem Uro-Leben, Sie extreme körperliche Probleme. Wir gehen fast hier mit Magenkrämpfe wie aus dem Nichts. Dann mit Zähne haben wir schon gehabt, alles Mögliche. Und ich weiß dann schonungslos, das ist unangenehm. Dass es so weit ist, dass er zum Heulen angefangen hat und musste dann ausschalten, das Skype-Gespräch ausschalten. Dann kommt sie wieder und da habe ich sie so gemacht, kannst du dich erinnern? Habe ich gesagt, schau, der göttliche Finger, ich weiß genau, wo bei dir noch die Wunde ist, wo ich das immer wieder reinlege. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie es nicht weiß. Dass diese Verwechslung mit dem Körper und dass ich zu Helene dann zum Beispiel gesagt habe, hier erinnere dich an die Diana, auch eine intellektuelle Granate, sie kann nur feststellen, dass sie eine panische Höhenangst hat. Im ersten Abend, wie wir mit der Seilbahn hoch sind, ist sie unten geblieben, weil sie hat sich nicht in die Gondel traut. Sie weiß, es ist nur ein Traum. Intellektuell. Ich sage, du hast es begriffen. Sie weiß, es ist alles nur in dem Kopf, ständig wechselnde Bilder. Intellektuell. Es ändert aber nichts, wenn sie bloß der Gedanke, in die Gondel reinzugehen, löst Schüttelfrost und einen Schweißausbruch aus und du bist so hilflos, was dein Körper macht, weil die Maschine, das Programm voll, die kann nicht weiterläuft. Das Informationen erzeugt. Oder dann sage ich zur Helene, wo sie was bei mir in meiner Röttenbach-Phase, da habe ich dann hier kotzt, kollabiert und dann haben meine Mitbewohner haben so eine panische Angst gehabt, dass sie mich ins Krankenhaus gefahren haben. Und jetzt ist natürlich mal, ich gehe nicht zum Arzt. Ich habe noch nie gesagt, du sollst nicht zum Arzt gehen. Ich sage, du sollst deinen Film weiterlaufen lassen. Du sollst dich beobachten, wertfrei beobachten. Ich vom Mandal, ich hätte nie gesagt, ich gehe zum Arzt, ich will nicht zum Arzt gehen. Das ist für mich jetzt mein Bewusstsein. Aber ich sage auch nicht, wenn die jetzt sagen, da bring mich hin, es war mal wascht, macht mit mir, was ihr wollt. Fordert dein Wille geschehe. Ich entscheide das nicht, ich lasse das einfach passieren. Das Problem ist in dem Dilemma, dass du, solange du von den 16 Perspektiven bloß eine hast, das Leben, so oft gesagt, das Leben fordert von dir ständig Entscheidungen. Mache ich dieses oder mache ich jenes? Und jede Entscheidung hebt die Scheidung nicht auf, sondern du wählst aus zwei oder mehreren Möglichkeiten eine aus. Autobahnbeispiel. Und jede Entscheidung, die du jetzt triffst, ist wie in einem Videospiel maßgeblich, was als nächstes kommt. Du kannst dann natürlich wieder zurückfahren, täglich grüßt das Murmeltier, wenn ich das sage. Dann wiederholst du halt die Schleife. Die kleinste Entscheidung. Denk immer, das Autobahnbeispiel da außen ist ja keine Welt. Das ist ein Programm. Und sobald du jetzt sagst, ich mache das weiter, dann bist du schon wieder in einer Spur. Du hast immer nur ständig wechselnde Bilder.
Aber dann ist schon eine gewisse Zukunft festgelegt. Und jetzt kommt natürlich mit Holofeeling, dass wenn du deine Zukunft, die du dir jetzt ausdenkst, verändern willst, musst du deine Vergangenheit verändern. Und da wird jetzt jeder normale Mensch sagen, was ist für Schwätze, ich kann doch die Vergangenheit nicht verändern. Was ist Vergangenheit jetzt? Vergangenheit ist in dem Buch die vorhergehenden Zeiten, wo du meinst, es war in der Vergangenheit. Aber selbstverständlich, wenn ich jetzt weiß, ich träume jetzt, wenn ich das Programm verändere, kann ich doch meine ausgedachte Vergangenheit verändern. Und ich wiederhole jetzt nochmal, bitte genau zuhören. Wenn du jetzt glaubst, ich mag es anders. Ich sage jetzt, du denkst jetzt ganz bewusst, was glaubst du, haben die Menschen vor 600 Jahren gedacht? Und ich sage jetzt, die haben das, die Menschen, die du dir jetzt denkst, das sind Kisten, und die werden das gedacht haben, was du dir denkst, dass die gedacht haben. Gut, in deiner Schulerziehung ist es drin, dass die vor 600 Jahren, mache jetzt 700, schreib mir nicht rum, dass sie geglaubt haben, sie leben auf einer Scheibe. Da hat es Professoren gegeben, gescheite Menschen gegeben, die leben auf einer Scheibe. Und dann kommt plötzlich der Galileo und ich sage jetzt, wenn damals unser Professor Lescher Professor gewesen wäre, der wäre der Erste gewesen, der sagt, Verschwörungstheoretiker verbrennt ihn. Das ist das genau, weil das ja voll gegen seine Logik ist. Er kann ja, wir Astrophysiker wissen ja. Du weißt das, was man dir erzählt hat. Das bezweifelst du nochmal, das sind Axiome. Da gehe ich noch genauer drauf ein. Aber gut, irgendwie setzt sich jetzt der Glaube durch, dass ja die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Wieso auch immer. Dann muss dir klar sein, dann war ja die Erde noch nie eine Scheibe. Dann war ja die schon immer eine Kugel. Wir haben bloß geglaubt, das ist eine Scheibe. Hast du nicht in dem Moment durch das Austauschen dieses Wissenselementes deine Vergangenheit verändert? Stimmt oder stimmt? Und in dem Moment, wo du die Vergangenheit veränderst, zu einer Vergangenheitsspur gehört eine vollkommen neue Zukunft. Jetzt machen wir es ganz krass. Solange du glaubst, dass das, was du zu sein glaubst, in der Vergangenheit gekommen ist, in die Welt gekommen ist, geboren wurde, steht auf der anderen Seite, dass du in der Zukunft irgendwann nochmal dich wieder auflöst. Aber die Wirklichkeit sieht ja so aus, dass das, was du meinst, ich wurde ja von meiner Mutter geboren, ist unheimlich logisch, aber eine geistreiche, ist doch deine Mutter von dir erschaffen. Ich unterhalte mich nämlich immer mit einem Geist, der träumt. Und wenn ich jetzt dich frage, wo kommst du her, dann frage ich nicht den Gedanken, der du zu sein glaubst, das ist ja nur dein logisches, ein Ausdruck deiner Logik, sondern ich frage den Geist, der mit dieser Logik denkt. Wo kommst du Geist her? Du Geist wurdest niemals in der Vergangenheit geboren. Wann hast du zum Denken angefangen? Antworte mir, was ist das für eine blöde Frage, ich kann doch bloß jetzt denken. Versuch einmal morgen was zu denken, ich garantiere dir, du wirst es jetzt denken. Du kannst jetzt denken, was du morgen tust oder machen wirst, das denkst du jetzt. Wenn du es magst, machst du es jetzt. Denk wieder an die Wörter. Egal, welche Seite du anschaust, du wirst jede Seite, jedes Buch jetzt in der Hand haben aus dem Bücherregal, wenn du zum Lesen anfängst. Egal, welches Buch du rausnimmst, du hast es jetzt in der Hand. Und du wirst jede Seite, die du umschlägst, jetzt anschauen. Und jedes Wort, das du aussprichst, wirst du jetzt aussprechen. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und stille stehen wird die Zeit. Und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Und das Meer, El Hayom, Gott Allah, Allah, wird nicht mehr sein. Das bist du selber. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Es gibt keine Möglichkeit, dass du Geist an dich oder an irgendetwas anderes, wenn du an dich denkst, ohne dich zu einer Vorstellung, zu einer Existenz aus dir herauszuheben, die aber mit dem nächsten Gedanken sofort wieder, das ist das Spiel des Lebens. Und wenn du jetzt begreifst, ich Geist wurde ja nie in der Vergangenheit geboren, weil ich was weiß, was gar nicht existieren kann, das ist die E-Quadrat in der Einstein-Formel, das ist JCHICH. Das bin ich. Wir. Kannst du mir verfolgen? Energie, physikalisch. Der reine Begriff Energie. Energie, erinnertes Wirken. In jedem Physikbuch. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ja. Das ist übrigens die Kreisformel. Kann man in der Mutation auch lesen. Ganz einfach. Das ist rein arithmetisch die Kreisformel. Hast du das gelesen? Kennst du das Prinzip? Okay. Wird umgewandelt. 200 Gramm rote Gnede. Bleibt immer 200 Gramm rote Gnede. Du bist jetzt immer noch exakt derselbe Geist, der dieses Leben, dieses Buch liest. Der Leser ist nicht irgendeine Figur, die du dir ausdeckst. Und wenn du älter wirst, wirst du feststellen, jetzt komme ich zu meiner Helene wieder, was ich dann gesagt habe, so, ich erinnere dich, weil dann schon wieder die Angst, oh, habe ich jetzt, weil ich die Rettungswagen an,
gerufen hat. Ich sage, verdammt nochmal, ich sage, lass dein Leben unangetastet werden, der, der ganz wertfrei schaut, was das Helene-Programm alles macht, du sollst nur das Programm durchschauen. Und ich sage, ich kann dir eins versprechen, der überhaupt kein Problem hat, ist der Toni, weil das nur Gedanke von dir ist. Bei Ehebauern wird einer von euch zwei zuerst sterben. Der, der der Erste ist, der hat überhaupt kein Problem, weil der wach wird. Der macht sich dann auch keine Gedanken, im Moment des Wachwerdens wird dir klar, das war eh bloß ein Traum. Da muss ich nicht mal leiden, die Vorstellung, dass man dann hier zu die 72 Jungfrauen kommt oder dann der Brandner Kasper, dass dann meine Doktor oder meine Mutter wieder da ist. Das ist so eine falsche Vorstellung. Die Religionen sind dann so unendlich viel Leidschuld. Die katholische Kirche, das alte Bali-Beispiel von mir, es gibt andere Glaubenssysteme auch, so wie es andere Sinn ist, aber die werden ja nicht akzeptiert, weil die ja nicht stimmen. Dieses Leid von Sterben und all das ganze Zeug. Es ist so unendlich geistlos und krank. Wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen, bis du wirklich mal anfängst, das in Frage zu stellen? Das ist ein intimer Akt. Das kommt dann morgen, wenn wir das machen mit der Aufzeichnung, dass sie das allererste, ja, du sagst, du kümmerst dich ja auch um deine Geistesfunken und der wird mir am Herzen liegen. Ich sag, du hast nichts verstanden. Ausgedachte Geistesfunken sind genauso wenig Geistesfunken wie ein ausgedachter Gott. Ich kümmere mich bloß um den, der mich jetzt ausdenkt. Jetzt in diesem Moment. Das ist der Einzige, der mich interessiert. Nicht irgendjemand, den du dir ausdenkst. Nicht einmal der, der du zu sein glaubst. Das klingt jetzt extrem herzlos, aber das erzeugt auch die wirkliche Liebe. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und du träumst jetzt, der zu sein, der du jetzt zu sein glaubst. Und dieses, ich wurde von meiner Mutter geboren, ich habe das so oft gesagt, lass das mal wirklich in einem einfachen Deutsch auf dich wirken. Du denkst jetzt an eine Trockennasenaffenweibchen, das ein kleines Äffchen rausquetscht, einen sterblichen Affen. Und du sagst, das bin ich. Das bist du nicht, du bist der sich das jetzt ausdenkt, der jetzt die Bilder anschaut, die du mit dieser Logik in deinem Kopf, in den roten Kopf, der ist ja nur da, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher, kannst du sofort überprüfen. Das ist die Falle. Weil alle Religionen, die du dir denkst, letztendlich gibt es bloß eine Weltreligion, das materialistische Weltbild. Ob du Moslem bist, ob du Buddhist bist, ob du Christ, Zeuge Jehovas, was auch immer. Du glaubst, da außen ist auch dann eine Welt, wenn du nicht dran denkst. Und in der Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst, die war so, bevor du es gedacht hast. Um das abstrakt zu machen, du glaubst, dass ein Gedanke, den du denkst, schon da ist, bevor existiert hat. Bevor du ihn denkst, was da ist, ist das Programm. Aber da wird nur das unendlich, das ganze Bücherregal, nicht bloß die kleine Facette, wo du dir jetzt ausdenkst, wo du arbeitest. Das ist wie mit dem Internet, wo ich sage, wir haben Milliarden von Internetseiten. Ein Nichts, ein absolutes Nichts, was du mit deinem Interesse ansteuerst. Das ist ein ganz Wind. Du hättest so viele Möglichkeiten, andere Seiten anzuschauen. Punkt. Jetzt machen wir ein bisschen Schalt aus.